Herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner neuen Desktop-PC im Eigenbau-Serie, in dem ich nun auf den Einbau der Komponenten in ein PC-Gehäuse, in meinem Falle das Shakun T28 in der Blue Edition, zeigen möchte. Das Gehäuse lässt sich hier durch zwei Schrauben öffnen. Bei den modernen Gehäusen sind das meistens Rändelschrauben. Die kann man ganz einfach mit der Hand lösen. Ansonsten, wenn die fester angezogen sind, kann man die aber auch mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen. Ja, genau. Und dann kann man das Seitenpanel dann auch abziehen. So, in dem Falle nach links schieben. Und dann lässt es sich auch schon entfernen. Und dann, ja, gelangt man dann auch schon an die Innereien des Gehäuses. Meistens sind noch so ein paar Sachen dabei, zum Beispiel hier ein Karton, in dem weiteres Zubehör steckt. Da kann ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Die gibt es zuhauf dabei. Das sind Festplatten-Einbauschienen für 3,5 Zoll Laufwerke. Die sehen folgendermaßen aus. Dafür sind diese Schienen geeignet. Die werden natürlich mitgeliefert. Was in meinem Fall auch dabei ist, das sind diese beiden Schienen. Denn es ist auch möglich, ein externes 3,5 Zoll Laufwerk hier einzubauen in einem der beiden 5,1 Zoll Schächte. Wer zum Beispiel ein Speicherkartenlesegerät hat. Dafür wird auch noch diese Blende hier mitgeliefert, die dann ja den Spalt dann ausfüllt, wenn man halt nur ein 3,5 Zoll Laufwerk statt ein 5,1 Zoll Laufwerk einbaut. Dann gibt es auch irgendwo eine Tüte mit Schrauben. In dem Fall habe ich sie hier in den obersten Laufwerksschacht gelegt. Gut. Ja, die ist meistens auch irgendwie mit Kabelbinder da befestigt. Müsst ihr mal schauen, hier sind einige Schrauben, wie gesagt, drin, mit denen man die PC-Komponenten befestigen kann. Und das schauen wir uns am besten jetzt einmal an. Bei eurem PC-Gehäuse werden in der Regel verschiedenste Schrauben mitgeschickt, die ich jetzt noch mal kurz vorstellen möchte, für was die denn geeignet sind. Denn es gibt unterschiedliche Schrauben. Das hier ist keine Schraube, das ist ein Systemlautsprecher. Den könnt ihr verwenden, müsst ihr aber nicht. Falls mit eurem Motherboard, also mit dem Rechner, was nicht stimmen sollte, er also Probleme hat, hochzufahren, dann kann der hier nützliche Fehlercodes ausgeben. Das ist dann so ein Morsecode. Und wenn ihr das dann abgleicht mit der Datenbank im Internet, da gibt es dann so spezielle Listen für verschiedene Motherboards, wo dann drin steht, was jetzt die Ursache ist für das Problem. Es gibt auch Mainboards, die haben dann so eine LED-Anzeige. Da kann man dann halt ins Mainboard-Handbuch schauen für und dann den Fehlercode abgleichen. Und dann weiß man halt, was los ist mit dem Rechner. Diese Schrauben sind laut Shakun für das Netzteil gedacht. Mit diesen Schrauben dagegen soll das Mainboard montiert werden. Und schließlich gibt es noch solche Schrauben mit einem feinen Gewinde. Die sind unter anderem für 2,5 Zoll Festplatten sowie SSDs und für die optischen 5,1 Zoll Medien gedacht. Das sind Abstandshalter aus Messing. Mit denen wird das Mainboard am Mainboard Tray befestigt. Für den Einbau des Mainboards empfiehlt es sich, das Gehäuse so auf die Seite zu legen. Das erleichtert die Installation ungemein. Verschieden große Mainboards erfordern auch unterschiedliche Positionen der Abstandshalter. Bei diesem Gehäuse steht sogar beschrieben, für welche der gebräuchlichsten Mainboard-Formate man welche Lochpositionen, Gewindepositionen für die Abstandshalter zu verwenden hat.
Bei einem Standard ATX Mainboard, wie es in meinem Falle der Fall ist, werden 9 Abstandshalter verwendet, üblicherweise an folgenden Positionen. Der ist locker, das sollte man auch überprüfen, wenn da schon Abstandshalter eingeschraubt sind. Dafür nehmt ihr euch am besten eine Kombizange und zieht die nochmal handfest an, aber nicht übertreiben, sonst geht das Gewinde kaputt. So, am besten alle Kabel erst einmal zur Seite schaffen, da die sonst nämlich im Weg sind für die Montage des Mainboards. Auch diese Kabel erstmal auf Seite legen. Bei Mainboards wird in der Regel auch ein sogenanntes I/O-Shield mitgeliefert. Das sieht im Falle meines Asus P8 P67 Pro Mainboards folgendermaßen aus. Und das sollte natürlich vor der Montage des Mainboards installiert werden. Dazu wird es von innen in die dafür vorgesehene Aussparung gedrückt. Eine Sache noch, man kann die I/O-Blende physisch in 2 Richtungen in die Aussparung drücken, aber nur eine Ausrichtung ist die richtige. Darauf sollte man natürlich auch achten. Man kann, wenn man sich nicht sicher ist, die Slot-Blende im Vorfeld nochmal mit den I/O-Anschlüssen des Mainboards vergleichen. Das hier ist die Audio-Section und die sitzt bei Mainboards, wenn ich das jetzt so halte, meistens rechts, während hingegen PS2-Anschlüsse meistens ganz links sitzen. So, und das kann man dann auch hier abgleichen. Hier sind die Aussparungen für die Audio-Anschlüsse, kann man ganz gut erkennen, und die beiden sind für die PS2-Buchsen. Nachdem nun die Abstandshalter an die richtigen Positionen befestigt wurden und auch das I/O-Shield für die externen Mainboard-Schnittstellen hier in die Aussparung gedrückt wurde, kann nun die Hauptplatine, die wir im vorherigen Video schon vorbereitet haben, nun eingebaut werden. Dazu kann man das Mainboard hier am besten am CPU-Kühler festhalten und es dann vorsichtig hier in das Gehäuse legen. Stellt sicher, dass hier keine Kabel im Weg sind, wie zum Beispiel hier vom Frontpanel oder von Gehäuselüftern, die am besten aus dem Weg legen. Das erleichtert die Installation des Mainboards ungemein. Beim Einsetzen des Mainboards orientiert ihr euch am besten an die vorhin eingesetzte I/O-Blende, denn hier müssen die Anschlüsse des Mainboards durchzeigen, um diese von außen erreichen zu können. Das Mainboard wird in meinem Falle mit grobgewindigen Schrauben festgeschraubt. Dafür kann es hilfreich sein, das Mainboard gegen die Rückwand zu drücken. So, und noch etwas, die Schrauben möglichst über Kreuz anziehen, also diagonal, das verhindert mögliche Spannungen. Nun kann meinetwegen das Netzteil eingebaut werden. Bei PC-Gehäusen, wo man dagegen das Netzteil über dem Mainboard verbaut, würde ich die Montage des Netzteils noch vor der Mainboard-Montage vorziehen, da es manchmal zu Komplikationen kommen kann mit großen Turmkühlern und dem Gehäuserand, das zwischen Gehäusedeckel und Kühlkörper das Netzteil nicht mehr zwischenpasst. Mein Netzteil ist ein teilmodulares Netzteil von Thermaltake. Das heißt, dass nicht alle Kabel bereits angeschlossen sind, beziehungsweise man die Kabelstrippen auch abmachen kann. Das erleichtert zum einen die Installation
Und zum anderen braucht man nur die Kabelstränge anschließen, die man auch wirklich benötigt. Bei Netzteilen, wo kein Kabelmanagement vorhanden ist, wo also alle Strippen fest verbunden sind, kann es auch dann störend sein, wenn man das Netzteil jetzt schon einbauen würde. Muss man mal abwägen. In meinem Falle verbaue ich das Netzteil so ein, dass der Lüfter nach unten zeigt und somit durch den Gehäuseboden dann Frischluft ansaugt. Ja, das ist hier, kann man jetzt schlecht sehen, da sitzt auch ein Staubfilter davor, dass der Lüfter auch keinen oder möglichst keinen Staub dann einsammelt. So. Das Netzteil wird in meinem Fall hier unten platziert. Man legt es hier einfach so rein und schiebt es dann gegen die Rückwand. So. Gut. Die Montage des Netzteils an die Rückseite des PC-Gehäuses geht einfacher, wenn dieses wieder ganz normal auf seinen Füßen steht. Das Netzteil wird mit 4 Schrauben verschraubt. Bevor ich jetzt die Installation von Erweiterungskarten zeige, unter anderem auch der Grafikkarte, möchte ich doch jetzt mal ein bisschen Platz schaffen. Diese Kabel hier beispielsweise, die führe ich nach hinten zur Mainboard-Rückseite und ich gehe mal näher ran, damit man es besser hoffentlich sieht. Das hier sind die Erweiterungsslots für Erweiterungskarten. Und ich nehme jetzt schon mal vorweg, dass dieser obere lange Slot, der nennt sich PEG, das steht für PCI Express for Graphics, für die Grafikkarte gedacht ist. Da ich eine Grafikkarte mit großer Kühlkonstruktion verbauen werde, würde ich mir hier diese Slots verdecken, also diese Steckplätze hier. Das sind nämlich die SATA-Anschlüsse für die Datenspeicher und für optische Medien. Ja, damit ich nach dem Grafik Karteneinbau nicht feststellen muss, dass ich da nicht mehr rankomme, schließe ich jetzt schon mal die SATA-Kabel an. Ja, die sehen dann hier folgendermaßen aus, die SATA-Kabel. Die sind auch für den SATA 6 Gigabit Standard freigegeben. Da muss man auch drauf achten. Da sollte man drauf achten, wenn man eben auch entsprechende SSDs verbaut, die mit SATA 6 Gigabit übertragen. Ja, denke ich mal, kann man sehen, hier steht SATA 6 Gigabit drauf. Das hier sind so, ja, 0,5 Meter SATA-Kabel. Mit Verriegelungsclip muss man auch dran denken, wenn man ein SATA-Kabel abschließen möchte wieder, dass die einen Verriegelungsclip haben können. Da muss man dann drauf drücken, während man den aus der SATA-Buchse zieht. Ne, wenn man das Kabel wieder lösen möchte. Mal so als Hinweis. Da ich während des Videodrehs vergessen hatte, auf die SATA-Anschlüsse einzugehen, hole ich das jetzt nochmal nach. Man sieht dort verschiedene SATA-Buchsen. Ganz oben in dunkelblau eingefärbt, darunter in weiß und die beiden Reihen darunter in hellblau. Und die Farben haben eine gewisse Bedeutung. Und zwar ist es so, da muss man auch ins Mainboard-Handbuch schauen, das kann man jetzt pauschal nicht sagen, dass die dunkelblauen SATA-Buchsen SATA 6 Gigabit unterstützen, aber beigesteuert von einem PCI-Express-Controller. Die weißen Anschlüsse dagegen sind auch SATA 6 Gigabit fähig, werden aber direkt vom PCH beigesteuert. Und die unteren beiden Reihen, das sind dann 4 Anschlüsse, unterstützen lediglich SATA 3 Gigabit. Das wird auch vom PCH beigesteuert. Eine moderne SSD würde ich bevorzugt an einem weißen SATA-Anschluss anschließen, bei diesem Mainboard. Ja, und die werden dann hier so angeschlossen. Ja,
Ich kann das jetzt nicht ganz genau zeigen. Deshalb zeige ich das mal kurz anhand meines DVD-Laufwerks, wie das da angeschlossen werden muss. Das ist der Stromanschluss. Es gibt auch spezielle Stromstecker für SATA-Geräte vom Netzteil. Und das hier, das ist der Datenanschluss, wo das SATA-Kabel dann drankommt. Vom Prinzip her sieht das genauso aus wie auch bei dieser Anschlussleiste hier. Man sieht, dass der Stecker so L-förmig ist und man kann sich schon denken, dass die Ausrichtung dann passen muss zueinander, sodass man den an für sich nur in diese Richtung hineinstecken kann. Dann hört man auch, dass es einrastet und wie gesagt, wenn man den Stecker jetzt wieder abschließen möchte, muss man hier drauf drücken und während man hier drauf drückt, dann gleichzeitig dran ziehen, dann geht der wieder ab. Dies ist nun die Rückseite des Mainboard Trays. Da sollte man auch möglichst die Kabel langlaufen lassen für eine gute Optik und auch für eben ein gutes Kabelmanagement und für einen guten Luftstrom. Hier ist eine Aussparung Mainboard Tray vorhanden, wo man dann auf die Rückseite des Mainboards bzw. auf die Backplate des Kühlers blicken kann. Doch ist diese Aussparung in meinem Falle nicht ganz optimal. Ich kann also nicht, ohne das Mainboard auszubauen, den Kühler wechseln. Das habe ich mir auch schon fast gedacht. So, hier kommen die SATA-Kabel raus. Die habe ich jetzt schon angeschlossen, weil, wie gesagt, wenn ich da große Grafikkarten montiere, dann verdecke ich mit dem Kühler der Grafikkarte die SATA-Ports, dann komme ich da unter Umständen schlecht ran. So, und hier sind dann die Lüfterkabel. Das Gehäuse hat auch vorne zwei Lüfter mit jeweils 120 mm. Die sind auch beleuchtet. Das sieht dann auch ganz nett aus. Hier oben, das kann man jetzt nicht sehen, hier oben irgendwo, da ist noch eine Öffnung nach vorne. Ich versuche mal durch diese Öffnung die Kabel, welche von der Frontblende kommen, durchzufriemeln. Hätte ich ja nicht gedacht, dass die Kabel alle noch da durchpassen, durch die kleine Öffnung. War eine fummelige Angelegenheit, aber das kommt der Optik auch positiv zugute. Nun aber zur Installation von Erweiterungskarten. Die Installation von Erweiterungskarten ist an für sich kein Hexenwerk. Aber auch hier gilt es, ein paar Dinge zu beachten. Erweiterungskarten gibt es ja für einige Einsatzzwecke. Die wohl gebräuchlichste, geläufigste Karte, das ist wohl die Grafikkarte, die ja bekanntermaßen zum Zocken gebraucht wird. Es gibt aber auch andere Erweiterungskarten, meine ich, um zum Beispiel eine bessere Audioqualität nachzurüsten, wenn der Onboard-Sound des Mainboards nicht allzu gut ist, wie das bei diesem Exemplar hier der Fall ist. Da kommt nur ein Einsteiger-Soundchip vom Schlage Realtek ALC892 zum Einsatz. Man kann mit Erweiterungskarten aber auch noch zusätzliche Schnittstellen, wie zum Beispiel USB 3.0 bei älteren Mainboards nachrüsten oder auch WLAN ist denkbar. Und ich werde auch entsprechend einige Erweiterungskarten hier installieren. Unter anderem ja zwei Grafikkarten, weil das Mainboard bietet keine Grafikkartenausgänge und mit der Leistung möchte ich mich ja auch nicht zufriedenstellen. Und dann installiere ich noch eine Soundkarte, eine Asus Zonar DG, wem das was sagt, und noch eine WLAN-Karte, die den aktuellen WLAN-AC-Standard auf 5,2 GHz bei diesem Rechner nachrüstet. Dieses Mainboard bietet insgesamt 7 Erweiterungsslots, das sind diese länglichen hier. Es gibt auch Mainboards, die haben nur 4, das sind Mini-ATX oder Micro-ATX-Mainboards. Es gibt auch kompaktere Micro-ATX-Mainboards mit lediglich 3 Erweiterungsslots. Und dann gibt es noch die sogenannten Mini-ITX-Mainboards, die haben bestenfalls einen Erweiterungsslot. Ja gut, dann gibt es noch
XL-ATX, das kann schon 8 Erweiterungsslots haben, aber das interessiert jetzt nicht. Das hier ist meine Grafikkarte, eine EVGA GeForce GTX 580 aus dem Jahre 2011, weil das ein PC mit Hardware aus eben diesem Jahre sein soll. Und hier ist der Steckplatz der Grafikkarte. Das ist ein sogenannter X16 Steckplatz mit 16 PCI Express Lanes. Und jetzt schauen wir mal, welcher von diesen Slots hier in Frage kommen könnte. Das sind diese drei hier. Der dunkelblaue ganz lange, der weiße und hier der schwarze. Ja, der schwarze ist aber nicht geeignet, weil, wie man vielleicht sieht, billigt diese Grafikkarte, wenn sie verbaut ist, zwei Slots. So, das würde dann mit dem Schwarzen schon mal nicht gehen. Der Schwarze ist auch nicht für Grafikkarten geeignet, muss man wissen, da der Schwarze von dem Zusatzcontroller hier, Intel nennt ihn PCH, versorgt wird. Und wenn man den hier als X4-Slot nutzen möchte, also wenn dann 4 Lanes bereitgestellt werden sollen, dann werden hier diverse andere Schnittstellen mal eben lahmgelegt. Ja, also ganz ohne Sharing geht's halt nicht. Nun ja, für die Grafikkarte, das könnt ihr euch merken, kommt meistens der am nächsten zum CPU-Sockel liegende PEG in Frage. Das ist in dem Falle der dunkelblaue hier. Der wird im besten Fall auch mit 16 Lanes direkt vom Prozessor versorgt. So, bei diesem Mainboard und was ich auch vorhabe, ist es so, dass man mehrere GPUs verbauen kann. Ich werde zweimal dieses Exemplar hier verbauen und im SLI dann verschalten. Dann wird die zweite Karte dann in diesen Slot hier gesteckt und der Slot hier, der wird von dem ersten Slot mit Lanes versorgt. Vielleicht seht ihr hier diese Chips hier angedeutet, die 6 hier. Das sind PCI Express Lane Switches. Vielleicht könnt ihr euch an damalige Mainboards erinnern, wo es so eine Karte gab, die man in so ein, ja, Slot, ja, sah so ein bisschen aus wie so ein Slot für Laptop-Arbeitsspeicher gesteckt hat. Und wenn man dann ja, SLI oder Crossfire nutzen wollte auf dem Board, musste man die Karte eben rausnehmen und umdrehen um 180 Grad und dann mit der anderen Seite dann da reinstecken. Ja, das teilt nämlich die PCI Express Lanes auf, diese Karte. Heutzutage geht das ganz elektronisch alles. Da braucht man dann nicht mehr Hand anlegen. Muss man aber halt wissen. So, jetzt zum Einbau der Karte. So, hier sind noch Slotblenden, die müssen jetzt erst einmal entfernt werden. Dazu setzt man hier den Schraubendreher an und ja, schraubt die richtigen Schrauben erstmal raus. Die Schrauben bitte gut weglegen, weil die braucht man gleich zur Montage der Grafikkarte nochmal oder der Erweiterungskarte im Allgemeinen. Bei den Slots gibt es hinten so eine Verriegelung. Die klappt beim Einbau der Grafikkarte hoch. Stellt bitte sicher, dass diese Verriegelung nach hinten geklappt ist, sonst könnt ihr die Karte nicht einbauen. So, jetzt nehmt ihr die Grafikkarte und nun muss ich zur Vollständigkeit halber noch etwas loswerden, was bei diesem Gehäuse hier jetzt Besonderes ist. Dieses Gehäuse bietet die Möglichkeit, den mittleren Festplattenlaufwerksschacht zu entfernen. Dazu drückt man diese beiden Klammern hier zusammen und kann den ganzen Festplattenkäfig rausnehmen. Und ihr seht es vielleicht schon, dann hat man ja mehr Platz zur Verfügung, um noch längere Grafikkarten einbauen zu können. Also wenn ihr da ein besonders langes Exemplar verbauen wollt, kann es gegebenenfalls erforderlich sein, den Festplattenkäfig zu entnehmen. Es gibt aber auch Gehäuse, da ist das gar nicht möglich.
Die Gehäuse sind ja sehr, sehr individuell. Ja, das muss man auch wissen. Es gibt auch übrigens solche Gehäuse, da sind die Halterungen für die Festplatten, die Festplattenschächte, sind da um 90 Grad gedreht und zeigen dann in Richtung Mainboard. Also, dass ihr die Festplatten, wo habe ich denn eine? Dass ich euch das gut visualisieren kann. Dass ihr die Festplatten nicht so hier reinschiebt, beziehungsweise mit den Anschlüssen nach unten, in dem Falle für besseres Kabelmanagement, sondern dass ihr die Platte so reinschieben müsst. Ne? Das gibt es auch. Dann kann es sinnvoll sein, erst die Festplatten zu verbauen und dann die Erweiterungskarten zu montieren, weil sonst habt ihr eventuell keine Chance mehr, die Festplatten in den Schacht zu schieben. Ja, ihr seht, man muss sich auf jeden Fall während oder noch besser gesagt noch vor der Installation der Komponenten Gedanken machen, wie man da jetzt rangehen muss. Ihr habt ja auch gesehen, dass ich mich um das Kabelmanagement schon bemühen musste, weil sonst hätte ich hier Probleme bekommen können beim Anschließen der SATA-Kabel für die Laufwerke. Nachdem nun die Slotblenden an der richtigen Position entfernt wurden, kann jetzt die Grafikkarte eingebaut werden. Hier ist ja der Anschluss der Grafikkarte und der muss in diesen Slot hier mittig reingesteckt werden. Man sieht ja auch, der hat hier eine Vertiefung, hier mittig, und da muss eben die Anschlussleiste dann rein. Genau, und in meinem Falle brauche ich den mittleren Festplattenkäfig nicht entfernen. Dann mache ich das auch nicht. Und dann wird die Grafikkarte hier einfach so reingedrückt. So. Und natürlich dann mit zwei grobgewindigen Schrauben fixiert. Das war es jetzt auch vom Prinzip her. Bei manchen Erweiterungskarten, wie beispielsweise auch stromfressende Grafikkarten, wie dieses Exemplar hier, werden noch zusätzliche Stromanschlüsse vom Netzteil benötigt. Das sind diese Buchsen hier. Da werden dann die entsprechenden Stromkabel, die direkt vom Netzteil stammen, angeschlossen. Da möchte ich aber im letzten Teil zu meiner neuen Desktop-PC im Eigenbauserie dann drauf eingehen. Gleiches Vorgehen auch mit anderen Erweiterungskarten. Hier vor der Grafikkarte werde ich noch eine Soundkarte platzieren. Nun möchte ich eine WLAN-Karte montieren. Das ist eine D-Link DWA582, die auch den aktuellen WLAN-AC-Standard beherrscht, und die kann in einen PCIe X1 Slot gesteckt werden. Falls euer Motherboard keinen freien PCIe X1 Steckplatz mehr haben sollte, das wäre der hier, vielleicht sieht man den, dann könnt ihr die Karte auch in einen längeren PCIe X1 Slot stecken. Das wäre der hier, der weiße, das würde tatsächlich auch gehen, dass man da die WLAN-Karte reinsteckt, auch wenn, wie ich das ja vorhin schon erwähnt hatte, der weiße die Lanes des ersten PEGs klaut und der erste PEG direkt vom Prozessor versorgt wird. Alle anderen Erweiterungsslots, die werden vom PCH, dem Peripheral Controller Hub, beigesteuert. Das würde auch funktionieren, macht aber keinen Sinn, weil wenn man die WLAN-Karte jetzt in den weißen Slot stecken würde, dann werden dem Grafikkarten-Slot, also dem ersten PEG,
trotzdem alle 8 Lanes entzogen, auch wenn die WLAN-Karte nur eine Lane braucht. Bei Nvidia-Grafikkarten ist es so, wenn man mehrere Exemplare installiert, wie ich das ja jetzt hier gemacht habe, dass man die mit einer speziellen Brücke, mit einem speziellen Brückenkabel noch zusätzlich verbinden muss. Nämlich über diese Anschlüsse hier. Oh, der ist mir gerade abhanden gekommen. Es gibt auch Brücken, die sind fest. Dann müssen die Grafikkarten, ja, in einem bestimmten Abstand zueinander positioniert sein. Ja, das war's auch schon. Jetzt fehlen natürlich hier noch die Stromanschlüsse. Aber vom Prinzip her war's das jetzt mit der Installation von Erweiterungskarten. Wir nähern uns langsam dem Ende für diesen Videoteil entgegen. Jetzt möchte ich euch die Installation von Datenträgern zeigen. Und anschließend die Installation von 5¼ Zoll Laufwerken. So, ich mache den hier nochmal frei. Da sind noch die Lüfterkabel drin. Aber da möchte ich gleich 2 Festplatten einsetzen. Ja, eine 3,5 Zoll Festplatte kann so aussehen. Das hier ist eine Seagate Barracuda mit 500 GB. Die habe ich mir damals für meinen allerersten Desktop-PC im Jahre 2012 gekauft. Die funktioniert aber immer noch und die baue ich da jetzt ein. Für die Befestigung werden solche Halteschienen mitgeliefert. So, da muss man darauf achten, dass man die richtigen Halteschienen erwischt. Steht hier irgendwas drauf? Ja. Hier steht ein R drauf für rechts und auf der anderen Schiene, da steht dann ein L drauf für links. Und ihr braucht einmal ein L und ein R. Das Ganze geschieht ohne Schrauben, ohne eben Schrauben anzuziehen. Ihr nehmt die Festplatte und zwar mit den Anschlüssen nach hinten zeigend. Und zwar werden die einfach nur hier in die Löcher der in die Schraubenlöcher der Festplatte gesteckt. So, und gleiches mit der anderen Schiene. So, ja, und dann könnt ihr die Festplatte ganz einfach beispielsweise hier in den, ja, in den Schacht schieben. So. Gleiches gilt natürlich auch für weitere Festplatten. Ja, die haken sich dann hier selber fest. Wollt ihr die Festplatte wieder einmal entnehmen, um sie zum Beispiel gegen ein größeres Exemplar auszutauschen, dann könnt ihr hier diese Klammern zusammendrücken und die Festplatte dann so rausziehen. Ganz einfach gemacht. Gleiches gilt übrigens auch für diese Kombi-Halterungen. Da braucht es auch nur die Klammern hier zusammenzudrücken und ihr könnt das Ding entnehmen. Das ist eine Kombi-Halterung, da passen nicht nur 3,5 Zoll Laufwerke rein, sondern auch kleinere 2,5 Zoll Datenträger, wie beispielsweise SSDs. Und genauso eine hier von Intenso, eine High-Performance-SSD mit 120 GB, möchte ich hier montieren. So, und zwar seht ihr hier verschiedene Löcher. Das ist doch noch ein bisschen staubig, hätte ich noch ein bisschen besser abwischen können. Naja, ihr seht hier verschiedene Löcher. Ne? Manche Löcher sind eben für 3,5 Zoll Laufwerke, die anderen für 2,5 Zoll Datenträger. Und zwar wird die SSD von unten hier an dem Plastikschlitten hier befestigt. Und zwar diesmal mit den feingewindigen Schrauben. So. Genau. Achtet darauf, dass die Gewinde hier durch die Löcher gucken. Das kann man ja ganz gut erkennen hier.
So, dann nehmt ihr euch die feingewindigen Schrauben zur Hand. Das sind also die hier. Und schraubt die SSD dann hier an dem Schlitten fest. Ja gut, zwei Schrauben reichen für eine SSD vollkommen aus. Die darf ruhig ein bisschen vibrieren, das macht der SSD nichts aus. Ja, deshalb belasse ich das dann hier bei zwei Schrauben. Ihr könnt natürlich auch alle vier Schrauben reindrehen, nur wenn ihr die SSD irgendwann gegen was Neues austauschen wollt, weil sie beispielsweise zu klein geworden ist von der Speicherkapazität oder kaputt gegangen ist, dann müsst ihr eben mehr schrauben. Das ist der Nachteil. Dann könnt ihr den ganzen Schlitten hier wieder in den, ja, ihr könnt das auch hier reinschieben, das ist auch möglich, oder hier unten, aber ich mache das jetzt mal hier oben rein. So, da könnt ihr den reinschieben. So, und dann hört man auch ein eindeutiges Einrasten. Hier hinter Mainboard sieht man dann ja auch die Anschlüsse hier der Laufwerke. Und bei manchen Gehäusen kann man auch hinter Mainboard Tray, hier ist das auch der Fall, noch weitere 2,5 Zoll Laufwerke montieren. Manchmal sogar auch 3,5 Zoll Laufwerke. Ja, die kann man dann hier montieren. Und schließlich zur Montage der 5,25 Zoll Laufwerke, wie DVD-Laufwerke eben. Dieses Gehäuse bietet zwei 5,25 Zoll Schächte, die noch von einer Abdeckung verschlossen sind. Diese Abdeckung muss jetzt erst einmal entfernt werden. Um da ranzukommen, muss erst einmal die Frontblende abgemacht werden. Bei vielen Gehäusen ist es so, aber nicht bei allen. Bei vielen Gehäusen ist es aber so, dass es einfach nur reicht, wenn man hier unten einmal zieht. So, einmal festhalten. Ja, und dann hat man hier schon die Blende in der Hand. Seid aber ganz vorsichtig, weil bei der Blende ist es beispielsweise so, dass hier noch die ganzen Kabel mit der Blende verschraubt sind. So, da muss ich mal ein bisschen hier die Kabel nachführen, um euch das hier besser zu zeigen. Da sieht man auch die vorderen beiden einblasenden Gehäuselüfter, die sind ebenfalls blau beleuchtet, wie gesagt. So. Manchmal ist es auch so, dass hier noch so Bleche sind, die das Einsetzen von Laufwerken zusätzlich verhindern. Wie beispielsweise dieses Blech jetzt hier. Da ich hier ein Laufwerk einsetzen möchte, muss ich das eben rausbrechen. Denkt bitte auch daran, dass Gehäuse, selbst wenn das sehr hochwertige Gehäuse sind, durchaus auch noch scharfe Kanten haben kann. Ich habe mir schon des Öfteren in der Vergangenheit die Hände aufgeschnitten. Und wie soll es auch anders sein? Natürlich auch mal wieder an diesem Gehäuse. Vielleicht ist euch das Pflaster an meinem rechten Mittelfinger im ersten Teil, also dem Einführungsvideo, aufgefallen. So, das ist hier die Frontblende und man kann vielleicht sehen, dass die Abdeckungen für die 5,25 Zoll Laufwerke hier verschraubt sind. Bevor ihr nun 5,25 Zoll Laufwerke in den Schacht schieben könnt, vergewissert euch, dass hier diese Klammern oder diese Haltebleche hier entfernt sind. Bei heutigen Gehäusen ist es so, dass hier noch solche Plastikmodule drauf sitzen, hier an den Seiten, und die lassen sich wie folgt entfernen. Heutige Gehäuse legen auch großen Wert auf eine schraubenlose Laufwerksmontage. So ist das auch hier bei den 5,25 Zoll Schächten der Fall. Ihr dreht den Hebel hier meistens gegen den Uhrzeigersinn um 90 Grad, dann könnt ihr das Teil so entnehmen. Da ich zwei Laufwerke einbauen möchte,
beziehungsweise einen Wechselrahmen, muss ich beide entfernen. So, bei diesem Gehäuse, das ist aber nicht bei allen so, sind auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal dieselben Haltemodule vorhanden. Die lassen sich auch wieder genauso entfernen. So, hier. Das ist ein Philips LightScribe-Laufwerk, ein bisschen dreckig mit SATA-Anschluss. Das wollte ich jetzt hier einbauen. Das kommt dann in den oberen Schacht. So. Vergewissert euch, dass keine Kabel im Schacht sitzen, die das Einschieben des Laufwerks behindern könnten. In meinem Fall ist es aber nicht so. Das Laufwerk wird so weit in den Schacht geschoben, bis es hier mit dem Frontpanel bündig abschließt. So, und dann können auch schon die gerade eben entnommenen Halteteile wieder angebracht werden. Ich drehe das Gehäuse dafür nochmal wieder und gehe da mal ein bisschen näher ran. So, ihr seht ja hier, ne, die Löcher, die Gewinde des 5¼ Zoll DVD-Laufwerks, hoffentlich. Und hier ist das Haltemodul, was so Plastikstifte hier hat. Und diese Plastikstifte, wie das auch bei der Montage der Festplatten der Fall war, müssen auch hier wieder in die Gewinde gesteckt werden. So. Ja. So. Denke mal, das ist richtig, genau. Und den dreht ihr dann im Uhrzeigersinn so um 90 Grad, sodass der hier wieder vertikal ausgerichtet ist und dann hält die Seite schon mal. Gut, das war es ein an für sich auch schon mit dem Einbau der Hardware. Ich habe mir gerade noch so gedacht, dass es sinnvoll sein kann, für eine bessere Kühlung den mittleren Festplattenkäfig zu entfernen, damit der einblasende Lüfter ungehindert agieren kann. So, dazu wie gesagt hier die Klammern zusammendrücken und den dann so rausziehen. Als aktuelle Hardware neu dazugekommen sind ja diese sogenannten PCI Express M.2 SSDs. Da ich so eine nicht besitze, möchte ich euch stattdessen als Ersatz die Installation einer M.2 WLAN-Karte vorstellen. Das funktioniert genauso, nur dass eine PCI Express-Karte, eine SSD, eben deutlich länger ist als so eine WLAN-Karte. Das ist der einzige Unterschied. Und das Kabel fehlt. Und zwar, ihr nehmt die Karte und müsst euch erstmal hier den Steckplatz anschauen. Der hat ja hier eine Kerbe, ne? Diese Kerbe, die verhindert auch, dass man da zum Beispiel Mini-PCI-Express-Karten einstecken kann. Da müsst ihr halt drauf achten, dass ihr eine Karte habt, oder M-SATA-SSDs kann man da auch nicht anschließen. Bei der Karte gibt es hier eine Einkerbe und auch hier. Es gibt hier zwei Einkerbungen. Und in meinem Falle passt die untere Kerbe hier zu dem Steg. Ne? Und dann hält ihr die WLAN-Karte so ein bisschen schräg und steckt die dann vorsichtig hier in den Steckplatz rein. Nichts mit Gewalt machen, sodass die Kontakte, diese goldenen Kontakte hier im Steckplatz verschwinden. So, ganz reindrücken, bis es nicht mehr weitergeht. Und dann drückt ihr die Karte runter. Da PCI Express SSDs länger sein können, muss es nicht immer die Schraube, das Gewinde, dem M.2-Slot am nächsten liegend sein. Das kann auch eine etwas weiter entfernte Schraube sein. Das ist aber nicht dramatisch. Und dann nehmt ihr euch die Schraube
die eurem Mainboard in solchen Tütchen hier mitgeschickt wird. Und dann drückt ihr hier die WLAN-Karte nach unten. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass sie richtig rum auch im Steckplatz steckt. Meistens liegt die Seite mit der Aufschrift oben. Und dann einfach hier vorsichtig dann festschrauben. Ja, das war's vom Prinzip ja auch schon. Okay, das war's dann mit Teil 2. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Denkt auch an die Glocke, damit ihr über meine neuesten Videos auch per E-Mail informiert werdet. Ja, und jetzt geht's weiter mit Teil 3, wo ich dann die Verkabelung der Komponenten zeige.